Ja, diesmal wirklich herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Alive. Ich weiß noch, in der letzten Jurassic World The Game Folge, also sie mit dem Baryonyx, da habe ich fälschlicherweise gesagt, willkommen zurück zu Alive. Aber ja, da verbessere ich mich jetzt mal hier und hier sind wir jetzt bei Alive. Was ich die Folge machen werde, mal gucken, das ist die Folge hier nach dem Livestream. Ich habe sehr viel Geld, wir haben auch sehr viel gezockt und die ja, Brutkästen habe ich ja mit euch geöffnet. Hier geht es wirklich um Leveln und Hybriden machen. Also, ich habe mich ein bisschen informiert, also der Uterinex ist doch gar nicht so schlecht. Es geht, also viele finden sogar das total krass. Wen ich eher krass finde, ist der Trichosaurus oder Trichosaurus, also den man aus dem T-Rex macht und dem Ankyntro. Da müssten wir natürlich mal den Ankyntro machen. Also deswegen, Ankyntro ist auf jeden Fall auch eins meiner Ziele. Wollte ich jetzt nicht anklicken. Ankyntro ist einmal eins meiner Ziele, weil ich finde, den Trico, der würde sehr gut unseren Alucino ersetzen. Der ist wirklich ziemlich gut. Und ja, da müssten wir den Kentrosaurus dann auch aufleveln. Und ich bin jetzt echt am Überlegen, was ich die Folge machen werde. Ich wollte nämlich eigentlich den Alankylo machen. Oder wir machen beide? Naja, ich mache mal Alankylo. Weil, ja, irgendwie habe ich mich auf den auch mal gefreut. Der ist auch nicht total schlecht, nicht total krass. Würde ich sagen, machen wir den mal. Tschüss, Geld. Ich hoffe, wir können den überhaupt machen. Wir sollen natürlich das Glück entscheiden lassen, aber ich glaube, das dürfte schon hinhauen. Also, wir haben ja echt verdammt viel Geld. Ich meine, durch diese ganzen Halloween-Events und, ja, generell Events. Hat man schon viel bekommen, aber ihr seht es ja. Jetzt allein dafür zahlt man schon mal über 30.000 Money. Krass, ne? Und hier Alankylo, schauen wir mal. Für den habe ich sogar schon den S. Anscheinend konnte man einmal den guten Kollegen fangen. Der ist, ja, eigentlich ein ganz interessanter Hybrid, denn der hat ja die ganze Zeit Schilde im Endeffekt. Also bei ihm dasselbe Prinzip wie beim Rajakylo. Alles, was Schild brechen kann, ist gegen ihn stark. Er hat, glaube ich, übermächtige Angriffe, wenn ich mich nicht irre, und Ansturm und sonst Unverwundbarkeit, Schild. Und er hat auch noch das, wenn man ihn reinwechselt, dass er sofort unbesiegbar wird. Das ist natürlich gegen den Indominus sehr gut. Also er ist ein ziemlich krasser Indominus-Counter. Ja, aber ich werde ihn jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt mitnehmen. Ich werde ihn natürlich jetzt in der Folge testen. Aber immer dabei haben, glaube ich nicht. Der Monomimus ist auch ziemlich krass gegen ihn, weil er immer wieder die Schilde wegnimmt. Der Monomimus ist sowieso ein ekelhaftes Viech. Aber wenn schade, wie unser ganzes Geld schon wieder weg ist. Aber hier ist er, Alankylo. Ja, sieht jetzt hier sehr klein aus, aber eigentlich ist er ziemlich groß. Also aufleveln werden wir ihn jetzt nicht. Hybrid hat er ja nicht. Seine Base-Stats sind nicht total kacke. Sie sind halt nicht total krass, weil er so viel Schilde hat und Panzerung generell. Ich sag mal so, gegen Raptoren ist er schon ordentlich und gegen einen Dominus. Aber Monomimus zerstört ihn halt komplett. Wir müssen mal überlegen, was wir dafür raushauen. Ich glaube, ich hau mal den Rajakylo dafür raus, weil die ja eher ähnlich funktionieren. Ja, sonst, anderes Ziel ist hier, Stegodeus, ihr seht's, ne, endlich. Wir haben genügend DNS, wir können ihn aufleveln. Letztes Mal war es ja sehr, sehr knapp. Zack. Ich weiß, es wird jetzt 50.000, glaube ich, kosten. Nee, 40.000. Und wir werden es zahlen, denn ihn auf Level 20 zu haben, ist sehr, sehr wichtig. Es hat jetzt nicht unbedingt mit seinen Stats zu tun. Oh, das arme Geld. Ganz Geld ist weg. Sondern eher damit, Level 20 in Dominus trifft man oft. Und ja, wenn man gegen Indominus mal kämpft, ne, dann kann man ja auch jetzt schneller sein als er. Man muss halt nur schneller drücken. Gut, dann, ja, sonst Yutasino irgendwann mal aufleveln, klar. Indoraptor, Indominus. Jetzt haben wir schon wieder kein Geld mehr. Zu viel Geld, jetzt habe ich nur die Hälfte davon. Indoraptor will ich unbedingt auch mal aufleveln. Ja, Ankyntro würde ich fast als nächstes machen, ja. Was ich ein bisschen Angst halt habe, weil, schaut es euch an, wir haben so wenig Ankylosaurus-DNS. Wir brauchen unbedingt Ankylosaurus und Kentrosaurus-DNS. Bevor ich den Ankyntro mache oder zum Trichosaurus anfange, brauchen wir einfach den S von denen. Ich weiß nicht mal, wie weit ich den T-Rex kriegen würde. Dann müsste ich eigentlich den T-Rex mal leveln. Ja. Na gut, wir öffnen jetzt mal die Kiste.
Das muss ich eben erstmal schauen. Also bevor ich da jetzt total viel Geld hineinstecke. Ah, jetzt, gut, Ankylo. Wenn wir jetzt noch, hätten wir noch ein Kendro jetzt bekommen, dann wäre es einwandfrei gewesen. Ja, also ihr seht ja, also bevor ich jetzt mit diesem Ankyntro beginne, muss ich erstmal gucken, dass wirklich dann zum Trichosaurus auch alle Wege frei stehen. Also, das heißt, ja, also wenn man Ankyntro macht, muss ich jetzt nicht unbedingt sofort den Trico bekommen, aber schon mal vielleicht näher dran sein. Der Ankyntro ist ja schon ekelhaft, also der ist ja auch nicht schlecht, aber ich habe jetzt nicht unbedingt Bock, ihn immer mitzunehmen. So, jetzt machen wir ihm erstmal Schaden. Oh, Black. Schauen, was er macht. Er greift mal an. Oh, okay. Was war das für ein Leck? Wieso leckt das so? Interessant, er greift einfach komplett normal an. Initiative. Ja, super, ich bin tot. Außer ich treffe. Scheiße, er weicht einmal aus. Ich muss spammen. Schild-Spamming. Ich muss vor ihm dran sein. Ja, ich dürfte vor ihm dran sein. Aber ich muss treffen, sonst bin ich tot. Ey, es ist doch ein Witz. Ach. Ja, jetzt haben wir natürlich nicht den Oh, ich bin blöd. Ich hätte den anderen Kylo so gut einsetzen können. Ja, mein Fail. Vielleicht wechselt er. Na, no, was? Er hat einen Oh Gott, als ob. Jetzt hat er den Alankylo. Als ob. Komm, setz deine Unverwundbarkeit ein. Bitte, setz sie ein. Wir haben einen Indoraptor. Also Indoraptor ist auch gut gegen ihn. Ich meine, der bricht hier die Schilde durch. Ja, gut, er setzt Ansturm ein. War eigentlich klar, ich meine. Es war klar, ich meine, er kann vor uns dann, er ist schneller als wir gewesen vorhin und ich sag's euch, wenn der jetzt trifft, wollte gerade sagen, wenn der jetzt trifft, bin irgendwie auch, ach, wer hat mir ins Hinkschiss, wieso greife ich eigentlich mit dem, wieso greife ich eigentlich hier mit dem reinigen Stups an? Na gut. Ja, super. Er wird jetzt einfach seinen Aufhebungsstoß einsetzen und wir sind weg. Ja. Monomius countet meine ganzen drei. Ich kann... Es wurscht. Ach Gott. Ach Gott. Why? This is pain. Ja, komm. Greif mich an. Greif mich einfach an. Ja, jetzt weicht er aus. Ja, die Runde kannst du schon wieder vergessen. Ja, kannst du schon wieder vergessen. Ganz ehrlich. Kannst du schon wieder vergessen. Komm her, ja. Cool. Cooler Dude bist du. Ich treffe halt nichts. Hätte das jetzt getroffen, wäre er tot gewesen. Super. Danke dafür, ne? Ja, es ist wurscht. Ah, cool. Einmal getroffen. GG. Das ist wurscht, jetzt wird er seinen Aufhebungsangriff einsetzen, dann ist unsere Unverwundbarkeit wieder weg, ne? Ja. Ja, selbst mit Ansturm töten wir ihn ja nicht einmal. Oh, ablenkender Stoß, das hätte ich vorher ahnen. Ja, es ist wurscht, wir sind tot. Es ist eh wurscht. Ja, er hat nämlich Aufhebungsstoß. Ja, die Runde war nicht so prickelnd. Der Monomimus, der hatte halt... Also er hatte halt die Karte gehabt, ne? Den Saurier, der einfach mal drei Viertel unseres Teams auseinandergenommen hat. Ja, und ich habe den Alankylo nicht so gut eingesetzt. Ich hätte es gegen den Dominus machen können. Aber dann hätte er wahrscheinlich früher den Monomimus eingesetzt. Ja, vielleicht hätten wir Glück gehabt. Ach fuck, jetzt haben wir den nicht dabei. Na gut. Was wollte ich noch sagen? Genau, genau, genau. Und zwar meine Trophäenpunkte sind ja. Okay. Ich glaube, er setzt übermächtiger Angriff ein, deswegen greife ich jetzt mit dem Crit an. Ja, tatsächlich. Level 23, krass. Ich wollte sagen, dass die Trophäenpunkte von mir nicht mehr so hoch sind wie im Stream, leider. Ich habe das ein bisschen verspielt.
Ja, ein bisschen verloren leider, ein bisschen verarscht worden so ungefähr. Komm, stun bitte. Okay. Wir können es auch komplett lassen, Yutasino. Ja, das habe ich predicted, kein Problem. Wahrscheinlich hat er jetzt auch wieder ein Monomimus oder so. Ach komm, ey, weißt, wisst ihr, jetzt hätte ich gegen ihn dann vielleicht mit dem Yutasino noch gewonnen. Dann hätte ich mit dem Dominus noch Schaden machen können. Ich muss ausweichen oder jetzt critten. Ah ne, der Crit reicht nicht mal. Schade. Und wir treffen auch nicht einmal. Ich hätte mir zum Monomimus wechseln sollen. Na gut. Komm, bitte weich aus. Bitte weich aus. Bitte, Indoraptor, bitte. Okay. Wieso zur Hölle setzt du den Stoß ein? Hast du nicht berechnet, wie viel Schaden er macht? Wir critten sogar und der Crit reicht. Hat er sogar perfekt gereicht? Hatte der nicht 3, 2 irgendwas Leben? Das muss ich mir nochmal anschauen. Aber der war ganz knapp. Huh! Haben wir Glück gehabt. Das war gut. Das war echt gut. Komm, weich aus. Oh, noch ein Crit. Ach du Scheiße. Der Indoraptor zeigt, was abgeht. Und er weicht aus. Der Indoraptor, der klatscht den, ne? Der klatscht den. Der Indoraptor hat das jetzt hier gemacht. Ja. Tschüss. Ja, der Indoraptor zeigt, wo es lang geht, ne? Gut, wir hatten Glück. Wir sind fast jeden Angriff, glaube ich, ausgewichen, ja. Außer halt, er hat halt Glück einfach, dass er blöd war im Endeffekt. Und den panzerbrechenden Stoß eingesetzt hat. Wisst ihr was? Wir öffnen den Bootkasten jetzt. So. Bam. Sind ja genau 16 Dollarscheine. Wir machen jetzt noch einen Kampf. Vielleicht haben wir Glück, weil das ist ein 15-Minuten-Pack. Ja. Also, ihr seht schon eine mehr kampflastige Folge. Ich wollte auch eigentlich den Triostronix aufleveln. Aber jetzt sehe ich halt wieder, dass ich nicht so viel Geld habe. Und ich möchte es halt für einen Anquintro sparen. Außerdem, den Triostronix aufzuleveln, bringt mir eigentlich bisher nicht viel. Also, ich habe jetzt gegen keinen Saurier gekämpft, wo ich sagen müsste, ja, das hätte mir jetzt. Da hätte ich ihn jetzt getötet, hätte ich ein Level höher. Oder so. Beim Stegodeus ist was anderes. Da hat es schon mehr gebracht. Ich meine, Level 20 ist wichtig. Hab den Alankylo jetzt noch gar nicht in Action gesehen. Oh, Level 21. Ja, wir müssen den noch ein Level höher kriegen, den Kollegen. Oh, what? Man hat einfach dann schon 800 Damage mit einem Level höher. Das ist natürlich ordentlich. Krasser Shit. Okay, ist er AFK? Ist die Frage, was mache ich, wenn er AFK ist? Was mache ich am besten? Ich meine, er setzt immer wieder seinen übermächtigen Angriff ein. Ja, ich müsste jetzt eigentlich ein Schild einsetzen. Ich meine, also, wenn er wirklich AFK ist, so wie es scheint. Wird er uns immer slowen, bedeutet jetzt ein Schild. Ja gut, okay, ich glaube, er ist nicht mehr AFK. Nee. Schild war gut. Ich glaube, jetzt wird er vielleicht auch ein Schild einsetzen. Sehr wahrscheinlich sogar, aber ich muss den übermächtigen Angriff einsetzen. Ich muss schneller werden. Ja. Ich glaube, er wird als nächstes den panzerbrechenden Ansturm einsetzen. Ich weiß es nicht. Wird er ihn einsetzen oder wird er nicht einsetzen? Ja, ich mache eh zu wenig Schaden. Bitte setz ihn ein. Ja, er setzt ihn ein. Das ist gut, weil jetzt sind wir vor ihm dran. Können ihm True Damage machen. Ja gut, total gut ist es auch nicht. Fuck. Das hätte ich besser machen können, bin ich blöd. Nee, selbst mit dem Schild wäre ich halt dann jetzt die Runde gestorben. Dann hätte er mir wahrscheinlich genügend Schaden gemacht. Verdammt. Verdammt, was hätte ich besser machen können? Ich weiß es nicht. Ja. Hälfte des Damage, sondern noch irgendwas. Ach, oh Gott. Ist alles kacke. Es ist alles kacke gegen ihn. Ich muss auf den Crit hoffen. Ich muss auf den Crit hoffen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Dankeschön.
Okay, was kommt jetzt? Monomimus. Setz nicht dein Aus... setz dein Ausweichen ein. Oh Gott. Hätte es nicht eingesetzt, dann hätte ich Initiative gehabt und wäre vor ihm dran gewesen. Immerhin treffe ich. Jetzt wird er uns wahrscheinlich schwächen, ja. Das heißt, wir werden ihn die Runde schon mal nicht töten. Schade. Wenn wir überhaupt treffen. Wir hätten getroffen. Krass. Verdammt. Jetzt wird er Aufhebungsangriff einsetzen. Das heißt, zum Alankylo zu wechseln, lohnt sich gar nicht. Ja, er setzt sogar den Stoß ein. Ja, den muss er wahrscheinlich sogar einsetzen wegen meiner Armor. Er hat nichts zum Ausweichen und wir machen zu wenig Schaden. Ja, ich muss zum Indominus wechseln. Komm, wechsel du auch. Wechsel auch, komm. Wechsel. Wechsel. Mach da nicht, okay. Mal schauen, was er am Start hat. Wahrscheinlich Alankylo, oder? Ah, Megalosuchus. Das ist halt eine fiese Nummer, ne? Scheiße. Wir sind tot. Außer, wenn er nicht quittet, dann sind wir nicht tot. Ach du Schande. Mach irgendwas Krasses. Greif mit irgendwas Krassem an, komm. Schild. Was machen wir jetzt am besten? Ach, er ist schneller. Fuck, wir haben nur 110 Speed. Ich habe immer gedacht, wir haben 115. Oh, scheiße. Er, okay, der Gorgosuchus, der ist ein krasser Kollege. Der ist krass. Oh, und wir machen nicht genügend Schaden. Wir machen nicht genügend Schaden. Und wir können nicht wechseln. Das ist verdammt. Ja, es ist, wir sind tot. Außer wir kritten. Wir müssen kritten. Das, oh Gott. Er kann unseren Schild zerbrechen. Wir müssen kritten. Bitte, sei ein Gott. Nein, war kein Crit. Scheiße. Verdammt. Oh, er crittet. Oh Gott. 4100. Oh. Wären sonst, glaube ich, 200, 2600 oder 2700 Schaden gewesen. Schade, Mann. Jetzt haben wir so blöd verloren. Ja. Der Gegner hat halt keinen Indominus irgendwie. Ich habe echt so das Gefühl, dass der Indominus jetzt richtig kacke geworden ist. Ich meine, der Monomimus macht ihn fertig. Alankylo kontert ihn komplett. Ja, der Indominus ist nicht mehr so. Also, der ist schon ein krasses Viech sonst, aber das alles hebt ihn auf. Mal schauen, was wir jetzt machen können. Oh, was? Gegen den Allo? Yo, Alter. Der tötet uns halt, wenn er uns crittet. Dem sein Schaden ist ja gar nicht OP oder so, ne? Alles klar. Ja, okay. Holy shit, was soll ich tun? Ach du Scheiße. Ja gut, wir können ihn einmal stunnen. Als ob jemand so ein Allo mitnimmt, holy shit. Ja, wahrscheinlich stunne ich nicht, was ist denn heute los? Was soll denn das? Jetzt müssen wir hoffen, dass wir kritten, sonst kriegen wir nochmal so scheiße viel Schaden. Alter, Allo ist auf Level 25, ist das ein Hacker oder... Sammelt er wirklich nur die Viecher so ungefähr, ne? Das kann ja auch sein. Und wir kritten nicht. Super, jetzt kriegt er nochmal Free Damage. Ah Gott, ey. Es tiltet schon wieder. Fick mein Leben. Ich habe einen Plan. Jetzt macht er uns weniger Schaden. Und jetzt versucht er, seinen Initiative-Blitzansturm einzusetzen, aber hoppla, den habe ich ja auch und ich habe generell mehr Speed als er, deswegen ist er leider tot. Outblade. Outblade, Paramorloch. Outblade. Komm, setz dein Allo ein, komm schon. Ich will ihn töten. Ah, ein Gorgosuchus. Komm, den kritten wir. Noch wenn so schön viel Schaden. Jawoll. Also der Paramoloch Outblade, der hat ihm jetzt ganz schön hier... Der den zerfräst.
Jetzt müssen wir hoffen, dass der Indoraptor das hier alles schon cleart und dass er jetzt nicht irgendwie einen Monomimus hat. Wenn er nämlich einen Monomimus hat, dann sind wir ganz schön am Arsch. Okay. Wir haben Alankylo. Wir haben Alankylo, Leute. Entweder treffen wir jetzt oder wir haben Alankylo. Wir haben Alankylo, so. Wir dürfen halt auch nicht wechseln, ne? Zwei Runden lang. Gegen ihn wird er wahrscheinlich den Alu einsetzen. Das ist die Frage. Du Scheiße. Also töten kann er uns auf jeden Fall nicht. Aber es wäre ganz cool, wenn wir treffen würden. Dann würden wir nicht unnötigen Schaden fressen. Jawohl, sehr schön. Der Alankylo zeigt, wo es lang geht hier. So, jetzt hat er noch einen Gogo. Ja. Und der ist tot. Ja, der ist so gut wie tot. Ja, ciao. Der Alankylo ist nicht schlecht. Der ist echt nicht bad. Klar, also die Situation hat uns jetzt natürlich... Wie soll ich sagen? Die war optimal für den Kollegen hier. Muss nicht immer so sein. So ein Monomimus, wie gesagt. So ein Indoraptor, der macht den fertig. Aber die Situation, die hat uns ganz schön geholfen, muss ich sagen. Eieiei. Die war einwandfrei. Optimal für den Alankylo. Und das war's dann schon mit der Folge, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Das war ich, der Marcel. Ciao.